Hallo YouTube und willkommen zur ersten Folge Shakes and Fidget. Ja, meine Lieben, wir starten heute mal ganz entspannt in Shakes and Fidget rein. Das Ganze wird auch ein kleines Infovideo zum Challenge-Projekt From Zero to Hero. Und wenn ihr natürlich Shakes and Fidget kostenlos spielen wollt, ne, dann einfach mal unten in die Videobeschreibung schauen. Da ist der Link drin. Da geht es direkt zum Spiel. Das Ganze ist kostenlos für euch alle. Und wir befinden uns derzeit auf Welt 42 auf dem Deutschland-Server. Das Ganze ist natürlich dieses Wochenende sehr, sehr cool, denn wir schauen mal in die Post rein. Wir haben das Oktoberfest am Start, ne? Und wie ihr seht, die Runde geht auf uns. Trinkt noch ein Bier oder zwei oder drei oder richtig. Wir haben am Wochenende wieder alle Events und Freibier von Freitag bis Sonntag. Prost! Viel Spaß wünscht dir dein Shakes and Fidget Team. Ja, mein Lieb, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Da gerne draufklicken und dann kommt ihr kostenlos zum Spiel. Ihr seht das erste Mal hier oben, beziehungsweise, warte mal, da oben in der Ecke, steht Werbung und das ist deswegen so, denn ich bekomme eine kleine Entlohnung dafür und wir starten einfach mal rein. Later. So, ja, wir sind quasi in Taverne, wir haben derzeit 1387 Gold und 162 Pilze. Hurra, es ist Oktober. Genau, da haben wir es stehen. Bedeutet, dass wir machen alles auf einmal, mehr Erfahrungspunkte, mehr epische Gegenstände, mehr Gold und mehr Ressourcen. Und das Beste kommt noch, das Bier ist umsonst. Leute, ja. Also, wer da nicht reinstartet, ist selber schuld. Wir ballern jetzt einfach mal hier durch und ja, schwatzen nebenbei logischerweise mal ein bisschen über unsere Challenge, die wir gerade aktuell haben. Jawohl, Stufenaufstieg, wunderbar. Lasst uns reden. Ihr habt ja mitbekommen, dass wir jetzt schon anfangen, uns logischerweise weiterzuentwickeln. In der Vergangenheit hatten wir mit dem Mapwechsel auf ja, die Gamsting ein paar Problemchen. Denn man muss dazu sagen, die Map ist an sich nur Singleplayer. Ne? Und die haben wir uns logischerweise erstmal ein bisschen fertig gemacht. Ein Riesendank geht auch an diejenigen dafür raus, ne? Und ja, heute Abend, so ab 17 Uhr, ne, sind wir, wartet kurz. Heute Abend ab 17 Uhr sind wir wieder live und da auch mit der neuen Map-Version. Schön, dass du wieder da bist. Da können wir dann ganz entspannt weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich freue mich ja drauf, dass der Global Market dann definitiv funktionieren wird. Hoffe ich zumindest, ne? Denn das ist dann doch schon ein wichtiges Wiederstufenaufstieg. Jawohl, Leute! Das ist dann doch schon ein wichtiges Gimmick, was wir definitiv brauchen. Mal nochmal ganz kurz zu... Genau. Es gibt nämlich noch eine Information, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wir haben nämlich auch bei Shakes and Fidget eine neue Klassifizierung. Und das ist der Druide. Ne? Die haben wir uns ausgesucht, logischerweise. Erfahrung nächste Stufe ab, ne? Das kennt ihr ja alle. Und wir tragen aktuell keine Maske, die sollten wir uns vielleicht mal anlegen. Die legen wir uns definitiv an. Und die anderen werden wir dann verkaufen. Wir haben natürlich auch eine Gilde. Die findet ihr, na, beim lieben Tino. Da könnt ihr natürlich gerne mit reinkommen. Ihr seht, es ist alles noch, ja, in dem Sinne offen. Ich weiß jetzt gar nicht direkt, ob wir schon voll sind, aber sieht nicht so aus. Da könnt ihr, wie gesagt, auch gerne mit dazukommen in der Gilde. Wir haben dann zusammen Spaß und genießen das Ganze. So, wir machen natürlich hier noch. So, wir sehen erstmal zu. Das können wir nicht. Pam, 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 pam. Genau, wir sehen erstmal zu, dass wir hier unser alles schön durchballern und dann schauen wir mal. Ja, wenn euch das Video gefällt, Shakes and Fidget gefällt, ne, lasst gerne das Däumchen da. Wie gesagt, Link ist unten dazu in der Videobeschreibung. Und ja. Weiter zur Challenge. Bei der Challenge ist jetzt mein Augenmerk eher so, dass wir mehr auf Richtung Schafe erstmal gehen werden.
da ich glaube, oh, wir haben einen Gewinn. Glückwunsch, du hast keinen Auftrag. Okay, wunderbar. Sehr gut. Ja, wir haben ja, beziehungsweise ich glaube, dass die Aktion mit den Schafen uns definitiv mehr bringen wird. Erst einmal zum Anfang. Mein neuer Knappe. Da wir, wir müssen, also wir müssen nicht viel machen für die Schafen, ne? Das wissen wir. Von daher, jawohl, Level 19. Von daher ist das für den Anfangseinstieg ganz gut. Wir dürfen auch nicht vergessen, der liebe Milo wird wahrscheinlich... können wir mal reinnehmen. Der liebe Milo wird wahrscheinlich immer mehr auf Kühe gehen und da versuchen mit der Milch uns ein Schnäppchen zu schlagen, in dem Sinne für sich. Da müssen wir natürlich sehen, dass wir das Ganze verhindern. Normalerweise müssten wir vom Logischen her dagegen wirken. Ne? Wir müssten auch mit Kühen anfangen, damit wir den Anschluss nicht verlieren. Ich glaube allerdings, dass wir das Ganze mit den Schafen kompensieren können. Ich werde mir dann auch noch eine Produktion suchen, die ich dann anwerfe und somit versuche quasi das, was er mit den Kühen gut macht, mit der Produktion zu kompensieren. Das nehmen wir mal mit. Wenn ihr natürlich Tipps dazu habt, ne, könnt ihr heute Abend im Stream sehr, sehr gerne dazu etwas sagen. Das brauchen wir nicht. Und ich freue mich auf jeden Fall, ne, dass wir da wieder gemeinsam am Start sind. Und ja, da bist du. Es ist halt schwierig. Ne? Man muss mal sagen, es ist ja für mich auch in dem Sinne die erste große Challenge. Ne? Ich freue mich tierisch darauf, beziehungsweise freue mich zu jeder Aufnahme. Allerdings, mir wäre es halt schon echt lieber, wenn der Global Market definitiv funktioniert. Denn mit dem Global Market können wir sehr, sehr viel machen. Also wir waren leider voll, deswegen haben wir das nicht bekommen. Ist nicht so gut, da haben wir ein bisschen geträumt, das werden wir verkaufen. Das bringt uns nichts, das können wir auch wieder weg. Intelligenz minus Palim, ne, bringt uns nichts. Den werden wir auf jeden Fall nehmen. Die können weg. Und die können weg. So. Wir schauen mal in den Zauberladen. Denn, wir brauchen definitiv das Büchlein. So. Trank das. Glück. Müssen wir mal schauen. Können wir. Ja, ich wollte eigentlich. Gut, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich liebe es. Ich muss mal, ne, also dieses Pop-Up-Fenster hier unten, das geht mir schön irgendwie auf den Rettisch. So, bringt uns das was? Nein, wunderbar. Das nehmen wir mit. Intelligenz, müssen wir mal schauen. Intelligenz haben wir ja, wir brauchen allerdings. Wir sollten uns Richtung Stärke orientieren. Genau. Das bringt uns nichts. Das bringt uns auch nichts. So, Sammelalbum. Akribi, haben wir ja schon. So. Es ist natürlich für mich lange her Shakes and Fidget gespielt. Allerdings, es macht definitiv Laune. Meine Lieben, ihr könnt natürlich, das haben wir schon, ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne in die Gilde mit reinkommen und mit uns dann zusammen dort genießen, tun und machen. Wir haben, das bringt uns auf jeden Fall was. Das nichts. So, Uhren, Sanduhren kann man nie genug haben, denn die brauchen wir dann logischerweise beim den Aufträgen. So, wir schauen mal. Hier haben wir noch was. Okay. Dann gehen wir mal zum Glücksrad. Ich drehe am Rad. Wir ballern einfach mal. Jawohl, wunderbar. Wir ballern einfach mal beim Lenkrad. Ach, beim Lenkrad sage ich schön. Beim Glücksrad ballern wir einfach mal durch, meine Lieben. So, wunderbar. Wir haben das geschafft. Jawohl. Das ist doch sehr schön.
Wir schauen gleich mal rein, ob wir denn beim Dungeon was machen können. Können Sie wertvolle Gegenstand finden, darum sollst du... Ah, alles klar. Wir müssen erstmal freimachen. Das bringt uns nichts. Bringt uns nichts, das auch nicht. Das lassen wir, logischerweise. Okay. Ne, das bringt uns auch nichts. Das bringt uns alles nichts. Deswegen, so, jetzt werden wir mal ins Dungeon reingehen. Wir werden mal versuchen, wie es aussieht. Ah, okay, machen wir nochmal. Ah, hier ist nichts viel. Okay, dann müssen wir mal sehen, dass mir die Stärke noch ein bisschen nach oben. Was haben wir denn hier? Nee, 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 nix. Wir müssen mal gucken. Okay. Jawohl, die wollen wir uns. Das bringt nichts. Das, aber warte mal, Stärke. Wird auf jeden Fall, wir würden aber Ausdauer verlieren. Es ist jetzt sehr tricky, sehr, sehr tricky. Warte mal, was haben wir hier? Wir würden Intelligenz würden wir 36 verlieren, das ist nicht so toll. Palim, palim, palim. Müssen wir einfach mal schauen. So, Rüstung. Das ist natürlich Schaden, ne? Also gut, Intelligenz. Werden wir dadurch verlieren, allerdings, wir holen uns das erst einmal. Schauen mal weiter, was es noch so Schönes gibt. Ist natürlich waffenmäßig gerade nicht so toll. So. Okay, wir werden mal probieren. Wir werden das Ganze hier mal ein bisschen nach oben schrauben. Die Stärke. So. Na komm. Genau. So, machen wir auf 140. Was haben wir hier? Intelligenz. Machen wir auch mal nach oben. Dass wir da auch noch ein bisschen vielleicht mehr machen können. Im Dungeon. So, machen wir natürlich. Schrauben wir schön erst einmal nach oben. Weiter, weiter, weiter. Jawohl, lassen wir erstmal laufen. So, dann Ausdauer werden wir natürlich auch ein bisschen hochnehmen. So. Läuft natürlich. So. Machen wir mal auf 160. Okay, wir machen es mal auf 171. Glückrüstung. So, wir probieren es nochmal in Dungeon. Vielleicht haben wir jetzt ja ein bisschen Glück. Jawohl, seht ihr. So, können wir gleich nochmal probieren. Ah, fast. Natürlich. Na komm. Na, fast, er wollte. Ah, komm. Na komm. Ah, verdammt, geblockt. Jawohl! Ah, so muss das sein, meine Lieben. Ah, vielleicht schaffen wir noch eins. Wir schauen mal. Nein, das wird wohl nicht viel werten. Deswegen, meine Lieben. Ich hoffe, soweit. Wartet mal, wir schauen mal festungsmäßig. Können wir natürlich noch nicht machen, denn wir brauchen Stufe 25. Das heißt, wir werden uns in der Taverne noch ein bisschen durchkämpfen. Und ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen in dem Sinne. Seht es ein bisschen nach, wenn es ein bisschen holprig war. Das war so das erste Video zu Shakes and Fidget. Wir werden jetzt so Richtung Wochenende sehen, dass wir da immer mal eins bringen. So. Und das logischerweise auch als Information. Denkt dran, es ist Oktoberwochenende. Ihr bekommt sehr, sehr viel bei Shakes and Fidget dafür. Wir haben ja gesehen, das Bier ist kostenlos und allem drum und dran. Es gibt mehr Punkte für die Stärkeentwicklung, allem drum und dran. Schaut da gerne rein. Nehmt gerne die neue Klassifizierung Druide, denn ich finde, die ist sehr, sehr cool. Und genießt das Oktoberfest auf Shakes and Fidget. Und in diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.